Herzlich willkommen bei Next Move, schmutzige Elektroautos war das Titelthema unserer vorletzten Next News, Deutschlands meistgesehene Nachrichtensendung über Elektromobilität hier auf YouTube. Es ging um 170 Wissenschaftler, die angeführt von einem Professor aus dem Karlsruher Institut für Technologie einen Brief verfasst hatten, die einen Rechenfehler bei der Ökobilanz, konkret der CO2-Bilanz von Elektroautos unterstellt hatten. Ist das wirklich so? Inzwischen gab es auch anderslautende Wortmeldungen aus dem gleichen Institut. Wir sind der Sache nachgegangen und haben einen Wissenschaftler für euch hier im Faktencheck interviewt. Film ab. Hallo Martin, wir haben uns aufs Du geeinigt. Stell dich kurz vor, wer bist du und was treibst du so? Ja, hallo Stefan, danke, dass ihr mich auf Next Move habt. Ich bin Professor hier am Karlsruher Institut für Technologie. Schon seit 10 Jahren. Dieses KIT ist eine Universität und auch gleichzeitig eine Helmholtz-Forschungseinrichtung, Forschungsgemeinschaft, hat etwa 400 Professuren, 10.000 festangestellte Mitarbeiter und etwa 25.000 Studierende. Und was ich hier mache, ich habe eine Professur für hybride und elektrische Fahrzeuge. Die ist angesiedelt am Elektrotechnischen Institut und ich befasse mich in meiner Forschungsarbeit mit der Optimierung und der Weiterentwicklung von elektrischen und hybriden Antriebssträngen. Allerdings nicht nur vom Pkw-Antriebssträngen, sondern es geht los beim Pedelec bis hin zum elektrischen Flugzeug. Das heißt, es geht ja im Wesentlichen auch um Senkung der Treibhausgasemissionen. Wir müssen ja in allen Sektoren reduzieren. Wie sieht es denn bisher im Verkehrssektor aus? Man muss leider feststellen, dass der Verkehrssektor seit 30 Jahren der einzige Sektor ist ohne nennenswerte Fortschritte bei der Emission. Und der Verkehrssektor wird nun mal dominiert von den Emissionen vom Pkw-Verkehr. Jetzt wollen wir fair sein, berücksichtigen, dass wir natürlich auch einen Zuwachs hatten an Verkehrsaufkommen. Das ist ungefähr 50% in den letzten 30 Jahren. Und wenn man das mal alles umrechnet, dann kommt man dazu, dass die PKWs ungefähr im langjährigen Mittel 1 Prozentpunkt pro Jahr Emissionen eingespart haben. Das ist natürlich viel zu wenig, um damit in die Zukunft zu gehen. Und deswegen machen wir eben jetzt Elektromobilität, weil das die einzige Alternative ist, die verfügbar ist und auch massentauglich ist, zum Verbrennungsmotor. Und das wird nach meiner Ansicht auch noch auf Jahrzehnte so bleiben, vielleicht sogar dauerhaft, das kann man natürlich heute nicht absehen. Das heißt, wir müssen jetzt möglichst schnell umstellen. Elektroautos werden von der Mehrheit der Wissenschaft, aber auch von der Politik und bei den meisten Autoherstellern ist der Groschen auch gefallen, als geeignetes Mittel angesehen, die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu reduzieren. Welchen Beitrag hat denn bisher der elektrische Antrieb geleistet? Naja, elektrische Antriebe, Batterien sind ja die Schlüsselkomponenten, damit Elektromobilität überhaupt funktioniert. Ne? Wenn man jetzt mal den elektrischen Antrieb vergleicht mit dem Verbrennungsmotor, dann muss man ganz nüchtern feststellen, auch wenn ich zufällig elektrischer Antriebstechniker bin, dass der Elektromotor dem Verbrenner natürlich in jeder Hinsicht und Beziehung überlegen ist. Das fängt an mit Wirkungsgrad, Rekuperation, die Drehmomententfaltung ist besser, Drehzahlbereich ist breiter, Vibrationen, Geräusche sind niedriger, die Dynamik ist viel höher, die Beschleunigung ist viel höher. Aber auch das Gewicht, was man braucht, ist kleiner, der Bauraum ist kleiner. Jetzt kann man sich fragen, warum fahren wir dann nicht schon lange mit Elektromotoren? Die Antwort ist offensichtlich, weil wir bis jetzt nicht in der Lage waren, die Energie mitzunehmen. Wir konnten einfach keine Batterien bauen, die in der Lage waren, den Elektromotor über eine lange Distanz zu speisen. Und das wird jetzt immer besser. Das wird mit der Lithium-Ionen-Batterie, seit etwa 10 Jahren hat sich das verdoppelt, was wir da an Energie mitnehmen können für das gleiche Gewicht. Und wenn man jetzt sehr optimistisch in die Zukunft schaut, dann kann man sagen, vielleicht schaffen wir nochmal eine Verdopplung so in den nächsten 10 Jahren. Stichwort Festkörperbatterie, das halte ich für durchaus realistisch. Wenn man jetzt die CO2-Einsparung anschaut, dann ist der Beitrag von Elektroautos im Moment natürlich noch ziemlich gering, weil es einfach so wenig Elektroautos gibt. Aber das soll und wird ja hoffentlich in Zukunft stark steigen. Steigender Anteil von Elektroautos ist das nächste Stichwort. Da gab es kürzlich eine Publikation, darauf basierend einen offenen Brief von ganz vielen Wissenschaftlern, die gesagt haben, dass die CO2-Bilanz in der Berechnung oder wie wir Elektroautos bisher gesehen haben, fehlerhaft sei. Denn wenn jetzt ganz viele Elektroautos kommen, dann steigt die Stromnachfrage und mehr erneuerbare Energien gibt es nicht. Müssen wir die Kohlebagger ein bisschen schneller laufen lassen und jedes E-Auto wird automatisch zum Kohlestromverbraucher. Was sagst du denn dazu? Also die Frage, ob wir überhaupt genügend grünen Strom haben oder produzieren können in Zukunft. Ne? Und wenn man das mal anschaut, ist es tatsächlich so, dass der Bedarf an Strom für Elektroautos relativ überschaubar ist. Bis jetzt war der auch immer weit unter der Menge an Grünstrom, die wir tatsächlich produziert haben. Und das heißt auch ganz konkret, dass sich der Emissionsfaktor im Stromnetz trotz der Elektroautos bis jetzt noch niemals verschlechtert hat, sondern immer nur verbessert hat.
Wenn man jetzt mal langfristig denkt, sollte man ja auch dann irgendwie mehr Fahrrad fahren, mehr Bus und öffentlichen Nahverkehr fahren und ein bisschen wegkommen von Autos. Aber ich bin immer ein Fan davon, mal extreme Grenzbetrachtungen zu machen. Und wir nehmen mal an, wir ersetzen wirklich heute jedes Auto durch ein Elektroauto. Dann hätten wir 47 Millionen Elektroautos. Und wenn man das mal durchrechnet, dann sind wir so bei 20-25% mehr Strombedarf, als wir heute haben. Wann müssen wir das aufbringen? Naja, in 10 Jahren vielleicht größenordnungsmäßig haben wir es mal erreicht, dass das Verkaufsende des Verbrenners weitgehend durch ist. Dann brauchen wir aber noch 15 Jahre für einen vollständigen Umschlag des Bestandes. Das heißt also so Pi mal Daumen gerechnet, in 25 Jahren kann man sagen, haben wir dann weitgehend Elektroautos. Und dann müssten wir diesen zusätzlichen Strombedarf auch dann wirklich aufbringen, vollständig. Oder andersrum formuliert, wenn wir es jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten schaffen, einen einzigen Prozentpunkt zusätzlichen Strom, Grünstrom in jedem Jahr dazu zu produzieren, dann haben wir es schon geschafft. Und das klingt jetzt nicht mehr so furchtbar schrecklich. Ich war da im Durchschnitt in den letzten Jahren schneller bei mir auf den Dächern zu Hause. Und ich habe vorhin das Beispiel mit dem Kohlebagger gebracht, dass der schneller laufen muss. Was passiert denn nun eigentlich, wenn ich mein E-Auto mit 11 Kilowatt Leistung zu Hause an meine geförderte Wallbox anstecke? Also da muss man sagen, technisch gibt es ja überhaupt gar keinen Unterschied. Ob man jetzt einen Ofen einschaltet, einen Computer einschaltet, ein Elektroauto zum Laden einsteckt, das ist für das Strom jetzt genau der gleiche Prozess. Das Erste, was passiert, ist, dass im Ortsnetz die Spannung ein bisschen zusammen sinkt, absinkt. Dadurch benötigen die anderen Verbraucher alle ein bisschen weniger Energie oder Leistung. Und die fließt dann in den neuen Verbraucher rein. Wenn das jetzt vielfach vorkommt, dann wird am Ortsnetz die Spannung auch wieder hochgeregelt und dann am Einspeisepunkt und dann wird im rübergelagerten Netz, im Mittelspannungsnetz, wird entsprechend mehr Energie dann gezogen. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Energieverbraucher für ihre Kraftwerke Fahrpläne erstellen. Das heißt, man weiß ja von vornherein aufgrund der Erfahrung der Vergangenheit, wie am Tag so der Energieverbrauch sein wird. Man weiß auch, wann die Sonne scheint, aus Prognosen, man weiß, wann der Wind weht. Und dann kann man Pläne machen und die großen Kraftwerke, die werden entsprechend dieser Pläne betrieben. Erstmal völlig unabhängig davon, ob da jetzt Lasten dazukommen oder Lasten weggehen. Jetzt kann es natürlich sein, dass unvorhergesehen viele Verbraucher am Tag mal dazuschalten oder auch mal wegschalten. Und das sieht man dann in der Frequenz. Das heißt, die Frequenz des Netzes, die nimmt insgesamt ein bisschen ab, wenn viele Verbraucher hinzukommen, weil die Synchrongeneratoren von den großen Kraftwerken stärker belastet werden, etwas langsamer laufen, beziehungsweise auch andersrum, sie laufen schneller, wenn Verbraucher in großer Zahl weggehen. Und wenn jetzt diese Frequenz aus dem Ruder läuft, die soll ja 50 Hertz sein, dann gibt es verschiedene Maßnahmen, die ergriffen werden. Nach 15 Sekunden kommt dann die Primärregelung, nach etwa 2 Minuten die Sekundärregelung und nach einer Viertelstunde kommt die Tertiärregelung. Das sind so die Maßnahmen, die man da macht. Was verbirgt sich dahinter? Erst wollte ich gerade sagen, frühestens nach einer Viertelstunde kommen dann wirklich Kohlekraftwerke. Also in der Primärregelung werden vor allem Wasserkraftwerke rauf und runter gefahren. Vielleicht wird abgeregelter Windstrom wieder eingeschaltet. Batterien kommen dazu. Sekundärregelung sind dann zum Beispiel Gaskraftwerke. Und in der Tertiärregelung kommen dann, wie gesagt, dann auch mal Kohlekraftwerke. Das heißt, man kann also jetzt einzelnen Verbrauchern überhaupt nicht einzelne Kraftwerke zuordnen. Das ist technisch kompletter Blödsinn. Das heißt, dieses Konzept dieses Grenzstroms oder dieses beschränkten Stroms ist ein Denkfehler? Naja, das Konzept basiert ja weniger auf einer technischen als mehr auf einer philosophisch-metaphysischen Denkweise. Elektroautos kommen als zusätzliche Belastung hinzu. Irgendwo muss der Strom ja herkommen, also Kohlekraftwerke. Das ist also ganz kurz zusammengefasst die Philosophie. Wenn man da so ein bisschen fair ist, muss man sagen, das gilt aber für alle neuen Verbraucher. Also wenn ich einen neuen Fernseher kaufe, wenn ich einen neuen Backofen kaufe, wenn ich eine neue Wärmepumpe mir installieren lasse, ist das auch ein zusätzlicher Verbraucher. Und da muss man dann auch Kohlestrom ansetzen, fairerweise. Wenn man das noch weiter denkt, das ganze Konzept, dann muss man sagen, jeder Verbraucher, den wir heute am Stromnetz haben, der ist ja in der Vergangenheit irgendwann mal neu gewesen. Das heißt, die müssen wir dann alle mit Kohlestrom bilanzieren. Und da merkt man schon, dass das ganze Konzept vom Grenzstrom ein kompletter Denkfehler ist. Das passt überhaupt nicht. Aber ich möchte noch ein bisschen mehr dazu sagen. Dieses Grenzstromkonzept geht ja noch einen Schritt weiter. Das sagt ja letztendlich, ich suche mir persönlich aus, welche Verbraucher mir gefallen und welche nicht. Und die belaste ich dann mit Kohlestrom. Und das ist bei Kolbenmotoren-Fans sind das die bösen Elektroautos. Aber jemand, nimm mal einen, der Ölheizungen installiert, Installateur, sein ganzes Leben Ölheizungen verkauft und installiert, der sagt jetzt, naja, die bösen Wärmepumpen, die nehmen mir mein Geschäft weg, deswegen bilanziere ich Wärmepumpen mit Kohlestrom. Kann ich mit der gleichen Berechtigung machen. Ja, wir kommen also in einen Bereich völliger Beliebigkeit. Es geht gar nicht mehr um Fakten, es geht um ein gutes Gefühl. Es geht darum,
dass die Fans einer Technologie mit erfundenen Scheinargumenten gespeist werden und dann ihre Meinung bestärkt wird. Das kennt man ziemlich gut aus der Vergangenheit, aus der jüngeren Vergangenheit von dem Donald Trump. Der hat das regelmäßig so gemacht. Von Wissenschaftlern kannte ich das persönlich bis jetzt noch nicht. Das ist schon starker Tobak und Futter für die Stammtische. Ja. Und du hast den Markthochlauf der Elektroautos skizziert. Werden wir denn genug Grünstrom haben in Zukunft, um Elektroautos auch mit 100% erneuerbaren Energien aufladen zu können? Also nach allem, was wir im Moment absehen können, ist das tatsächlich der Fall. Wir werden genügend Grünstrom haben. Der Grünstrom übertrifft den Bedarf, den wir für Elektroautos haben, um ein Vielfaches heute und aufgrund des relativ langsamen Markthochlaufs voraussichtlich auch für die vorhersehbare Zukunft. Tatsächlich ist es sogar so, dass Elektroautos Grünstrom unterstützen können. Es gibt ja ein Problem, was wir haben, was zukünftig noch größer werden wird, und das ist die starke Fluktuation, die wir im Grünstrom haben. Das heißt, wir müssen Strom speichern. Ja, und wir müssen flexibel zurück wieder ins Netz speichern. Und das kann man unter anderem auch mit Batterien machen. Es gibt verschiedene Wege, wie man es machen kann. Batterien ist einer davon. Und das kann man zum Beispiel machen mit Heimspeichern oder auch mit Elektroautos. Vehicle to Grid kennen ja sicherlich viele Zuschauer. Das ist so ein Stichwort dabei. Es würde sogar schon ausreichen, wenn man Elektroautos netzdienlich lädt. Also wenn man zum Beispiel Elektroautos bevorzugt dann lädt, wenn besonders viel Wind bläst. Man kann ja sagen, mein Elektroauto stecke ich abends ein, das muss am nächsten Morgen irgendwie wieder bei 80% sein, aber das muss jetzt nicht um 11 Uhr laden oder um 12 oder um 1 oder um 2, sondern das kann man flexibel starten, wenn wir besonders viel Wind haben. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, das will ich dir mal zeigen und den Zuschauern, das habe ich zum Beispiel hier. Das sind Batteriespeicher, die kann man zu Pools zusammenschalten, wenn man so Heimspeicher hat, PV-Heimspeicher. Das kann man zu virtuellen Speicherpools zusammenschalten, da sieht man auch sehr schön die Frequenzregelung hier. Und dann wird von der zentralen Stelle geschaut, brauchen wir gerade Energie oder haben wir gerade zu viel Energie im Netz? Und dann kann man das eben in solche Heimspeicherpools rein- oder rausspeichern. Denn zurzeit darf ich ja mit meinem Stromspeicher erstens, ich habe ja auch einen Stromspeicher zu Hause, erstens nicht aus dem Netz beziehen und zweitens nicht ins Netz abgeben. Das heißt, ich nutze gar nicht die vollen Möglichkeiten aus. Aber das Ding hängt natürlich am Internet. Und technisch wäre das also möglich, ja. Das wäre nicht nur möglich, du darfst es als Privatmann nicht. Aber ein Unternehmen kann sich als Energieversorger registrieren lassen und die dürfen das dann und machen das ja auch schon. Also das geht tatsächlich für Privatleute. Kommen wir noch mal kurz auf den Grenzstrom. Du hattest diesen Trump-Vergleich gezogen. Was denkst du denn, wie viele Prozent der Wissenschaftler, die sich mit Energiemodellen beschäftigen? Da gab es ja auch jetzt eine Unterschriftenliste, aber offenbar haben die Leute nicht getraut, ihren Namen daherzugeben bei einem Professor aus deinem Institut. Was schätzt du, wie viel Prozent diese Meinung teilen aktuell? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Ansicht von irgendjemandem vertreten wird, der sich wissenschaftlich mit Energiemodellen beschäftigt. Ich habe das zumindest noch nirgendwo gelesen. Ich würde mal als Fazit feststellen, ganz grundsätzlich, jede Anwendung, die wir von der Verbrennung fossiler Kraftstoffe umstellen auf die Nutzung elektrischer Energie, ist ein Gewinn für unsere Umwelt. So sehe ich das auch und ich glaube auch, die meisten Zuschauer hier auf dem Kanal teilen diese Meinung. An dieser Stelle vielen Dank fürs Gespräch und für die aufschlussreiche Perspektive in deiner Arbeit und ins Institut sozusagen. Gerne. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Die spannendste Info für mich war eigentlich, nach wie vielen Sekunden oder Minuten denn welches Kraftwerk anspringt, wenn ich mein E-Auto zu Hause anstecke, wenn es denn gerade mal nicht mit der eigenen Solaranlage lade. Wenn das für euch neue Infos waren, dann abonniert natürlich unbedingt unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um kein nächstes Video zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.